herzlich willkommen zur, ich meine, 10. Mission der Menschenkampagne. Und die ist ein bisschen kompliziert. Bin ich mal gespannt, wie gut wir die hinkriegen. Und ja, let's go. Leutnant, ja, Schubi, Papp, Bull, Bau, Bau. Assistent des Erzbischofs, Uther Lightbringer von Lordaeron, hat sich persönlich auf den Weg gemacht, um all denen Trost zu spenden, die unter den Wirren des Kriegs zu leiden haben. Lord Lothar hat sie zum Schutz des Kommandeurs der Paladine und seiner Begleiter abgestellt, damit ihnen auf dem Weg zur Inselortschaft Kaer Darrow nichts widerfährt. Okay, wir sollen Uther Lichtbringer abholen jetzt von der Insel. Und müssen ihn auf eine andere Insel bringen. Und das ist ehrlich gesagt nicht so easy. Deswegen bin ich schon geneigt, ehrlich gesagt, die Spielgeschwindigkeit wieder ein bisschen runterzudrücken. Aber okay, ich krieg das schon irgendwie hin. Das ist ja in eurem Namen. Wie sind wir, Milord? Eure Eminenz. In meinem Namen. Ihr wünscht für die. Okay, also, das Ding ist jetzt folgendes. Wir haben jetzt. Hier ist Uther, ja, und Uther muss hier rein. So, wir haben hier zwei fette Basen sozusagen. Und wir müssen sozusagen hier durch, da müssen wir Uther holen und dann müssen wir den ganzen Weg hier wieder zurück und ihn hierher bringen. Ich hoffe, dass das halt funktionieren wird alles. Segel setzen. Okay, ja, wir haben ein paar Versuche, aber wünscht mir Glück. Wichtig sind halt diese Schiffe, die halt eine große Reichweite haben. Problem ist, dass sie halt auch gleich Katapulte sind. Also hier diese Katapulte sind das Problem und diese ganzen Abwehrtürme hier. Diese Kanonentürme, die machen halt richtig Probleme. Hier, meine ganze Armee ist schon direkt tot, ne? Ey, hallo, habe ich nicht gesagt, dass du hier angreifen willst? Guck mal, ey, wie das hier schon wieder... Ich sag, greif den scheiß Turm an. Was macht der? Er greift den scheiß Turm nicht an. Verschickt sie! Das hier ist Wagen! Sie meinen Befehl zu widersetzen! Guck mal, ey, riecht hier chinesisch oder was? Ey, das ist es genau, ja? Okay, erstes Mal geladen. So, was wir hier auf jeden Fall machen. Ich gehe mal kurz mit der Geschwindigkeit runter. Also, das Problem ist, wie gesagt, wir haben hier so eine große Base mit Katapulten. Katapulte sind schlecht für Schiffe. Aber vielleicht ist es besser hier. Nee. Also das ist halt echt Kacke. Und wenn die Schiffe nicht angreifen, so wie gerade eben schon wieder, ne? Dann kann man da sozusagen nichts machen. Ja, das ist einfach Unsinn. Und ich hasse das, dass das Mikro hier so behindert ist. Das macht mich aggressiv und dann will ich wieder alle hinrichten, ey. Eure Eminenz. Weil es nervt einfach nur, wenn du halt versuchst anzugreifen und dann, also gerade eben hat man es halt wundervoll gesehen, dann klicke ich, schieße auf den Turm und er schießt nicht auf den abgefüllten Turm. Und das ist ein Problem. So, Problem ist auch, dass diese Katapulte sehr stark sind. Okay, so, ich habe jetzt alles geladen, zack, zack, zack. Also ich werde jetzt hier in Zeitlupe fahren, es tut mir aufrichtig leid, aber... So, mal kurz testen, ob das Katapult schon schießen kann, wenn... Ja, sieht so aus. Sie greifen schon an! Oh, seine Schiff ist jetzt schon verletzt hier. Verletzt, angeschlagen. Ja, ist genau das angeschlagene Schiff. Wieso ist die Reichweite so anders? Boah, ja, ja.
Feigl, das ist unterwegs. All Captain! Okay, zweites Mal geladen. Let's go. So, ich brauche das Tempo nicht so krass, aber das Problem ist, das funktioniert sonst alles hier nicht. Das Problem ist halt wirklich, dass diese ganzen Katapulte existieren, leben, dass es sie gibt. Das Problem ist ihre Existenz. Guck mal, wir... Schon unterwegs. Ey, ich hab doch gesagt, du sollst... So eine Pisse hier. Gott, also. Das Ding ist, ich muss durch diese ganzen scheiß Katapulte durch. Also das ist das Problem. Und dann kommen halt noch diese ganzen 2 Milliarden Quintilliarden Kanonentürme dazu. Wieso habe ich denn? Ich habe schon 3 Schiffe verloren, oder was? Eure Eminenz? Ist halt auch wieder so ein Ding, ja. Ey, diese Mission ist wirklich, ja. Die ist einfach nur richtig krass abgefuckt. Und mich kotzt halt auch an, wenn er hier sich bewegt und nicht auf dieses scheiß Ding schießt, oder? Da krieg ich richtig einen Hals, ey. So, okay, wir haben noch 3 große Schiffe. So, okay. So, den ersten Teil der Mission haben wir geschafft. Mit vielen Verlusten und allem, ja. So, und jetzt müssen wir sozusagen hier lang. Was soll das? Was darf ich euch? Ja! Captain Skipper! Okay, dann wollen wir mal. Captain! So, und jetzt müssen wir halt sozusagen hier lang. Ich hoffe, das funktioniert auch alles jetzt. Weil wir haben halt viele Schiffe verloren. Weiß ich, wir haben mit 8 oder 9 gestartet, nur die Schlachtschiffe sind halt noch da. Und das ist halt. Ist nicht so schön. Aber ich hoffe, das klappt trotzdem. Weil diese Schlachtschiffe sind schon gut. So, ihr seid noch hier. Oh, ich scheiß auf euch. Ihr könnt jetzt hier. Lol, die Balliste hat so eine hohe Reichweite wie... Egal. Das geht eh nicht um euch. So, vielleicht kann ich euch aber irgendwie als Kanonenfutter benutzen. Ey, was greifen die schon wieder nicht an, ne? Ey, ich krieg da übelst einen Hals. So, ich glaube, wir sind sogar schon durch. Ja, ich glaube, wir haben es geschafft. Oh mein Gott! Brrr, diese Mission, ey! Einfach nur Absturz. So, und wir sehen ja, dass hier von Menschen angegriffen werden. Gott. Alles ist jetzt nicht so super schwer, aber man muss halt das hier alles leer räumen, damit man hier und... das war richtig abgefuckt, ehrlich gesagt, ja. Sorry, dass ich jetzt kürzer, also, hier Dings gemacht habe, kürzere Spielgeschwindigkeit, aber. Ja, so, ich hab's echt ein paar Mal probiert, es war schon behindert, ja. So, Dankeschön fürs Zusehen, wir sehen uns in der nächsten Mission.